Für den kleinen Timon ist es ein ganz besonderer Wochenendausflug, denn im Azizi-Panometer kann er heute die Comichelden der Mosaikhefte treffen. Wir haben uns jetzt alles angeschaut. Ja. Na? Haben wir den Kalifax guten Tag gesagt? Das ist nämlich dein Freund, ne? Alle drei. Alle drei? Alle drei, das sind Abrax, Brabax und Kalifax. Sie führen die Kinder durch ein buntes Programm. Sie können selbst Comics ausmalen oder aber dem echten Comiczeichner der Mosaikhefte über die Schulter schauen. Er erklärt, wie eine Ausgabe mit den vielen Bildern zustande kommt. So, der Comic entsteht, wir haben Autoren, der schreibt die Geschichte, der gibt uns dann hier so ein Skript. Und wir haben einen künstlerischen Leiter, der reißt die Seiten für uns auf und ich bin ein Team von so 7, 8 Zeichnern. Die Abrafaxe-Comics, die es schon seit 1976 gibt, entstehen also noch auf ganz traditionelle Weise. Per Hand gezeichnet, mit viel Liebe zum Detail und zu den Hauptfiguren, erscheint jeden Monat ein neues Heft. Und dann zeichnen wir jeder unsere Figuren, noch von Hand, mit Bleistift und mit Tusche. Dann inken wir die Figuren und dann wird alles eingescannt. Dann kommt Farbe rein, noch am Computer dann. Und ja, dann ist es fertig. Jetzt bin ich schon am Augustheft. Die Führung durch die Ausstellung im Panometer wird mit einem Rätsel begleitet. Und auch sonst können die kleinen Besucher ihr Wissen unter Beweis stellen. Wie heißt eine ägyptische Schriftrolle oder in welchem Land sind die Comichelden gerade unterwegs? Wer die Antwort weiß, gewinnt ein Comicheft. Eigentlich reisen die drei Figuren ja um die Welt und durch die Zeit. Ihr Zwischenstopp im Azizi-Panometer kommt bei den großen und kleinen Besuchern durchweg gut an.